Wir werden in einem Änderungsantrag und einem weiteren Gesetz die Ausnahmen beim Staatsministerium und beim Neuen Schloss flächendeckend zur Regel machen und die tägliche deutsche Beflaggung aller Landesgebäude, einschließlich auch der Schulen, einfordern. Das, wie gesagt, mit einem separaten Gesetz. In manchen Ländern, die nicht gerade als faschistische Diktaturen bekannt sind, ziehen sogar Schulkinder vor dem Unterricht die Nationalflaggen hoch. Das finde ich vorbildlich. Übrigens, insbesondere für den problematischen Teil der Migranten, es gibt auch viele übrigens Migranten, die hier sehr gut leben und angepasst sind und Steuern zahlen, die fordern auch das, was die AfD fordert. Aber für diejenigen, die sich nicht anpassen, für die wäre es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir hier mal wieder mehr deutsche Flaggen sehen würden. Dann würden sie nämlich wissen, dass die Scharia nicht über dem Grundgesetz steht und dass auch die Clans hier nicht das Sagen haben, sondern hier sagen immer noch deutsche Gesetze, wo es lang geht, und hier machen immer noch die Deutschen die Regeln in unserem eigenen Land.